Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger Unboxing. Und zwar, wir haben heute 15 Pakete von Blitzkartenpaketen. Und zwar, Halo Wars erscheint ja am 20.02., am 17. ja schon durch die Ultimate-Version. Und ja, da haben wir jetzt 15 Pakete, die wir gerne öffnen möchten für den Blitz-Mode. Und da haben wir sechs Missionspakete, vier Blitzpakete und das Forge DLC-Pakete 5. Das DLC-Paket haben wir bekommen durch die Ultimate-Version. Dementsprechend ja, haben wir die hier schon. Ich würde auch mal sagen, damit fangen wir an. Ich weiß nicht, ich habe leider absolut keine Ahnung bisher, weil ich den Blitzmann noch nie gespielt habe, was uns da erwartet an Karten, was gut ist, was schlecht. Dementsprechend kann ich da noch wenig zu sagen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt in naher Zukunft. Ja, fangen wir einfach mal an mit den Forge DLC-Paketen. Zack, zack, zack. Achso, muss ich jetzt aufdecken. Okay, Forward Kodiak. Vorstoß, Stufe 1. Wie gesagt, keine Ahnung. Grizzly, Stufe 1. Sergeant Forge, okay, ja. Sind wahrscheinlich alle für einen Charakter oder was auch immer. Levelaufstieg. Wie gesagt, solltet ihr mehr Ahnung davon haben, schreibt in die Comments, vielleicht könnt ihr sagen, was das genau ist. Gleiche Karte nochmal und. Das heißt jetzt was? Ist es eine legendäre Karte? Also die schimmert auf jeden Fall Bronze. Was ist das? Bronze, Gold? Legendär! Wir haben eine legendäre Karte erhalten. Forge Warthog. Sammeln Schild. Diese eine verlässt Bündete in der Nähe mehr Schaden austeilen. Okay, diese eine hat einen. Okay. Feuert eine EMP auf ein Gebiet ab. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Das ist das erste Kartenpack. Öffnen wir mal das zweite. Jo. Level up, okay. Was ist jetzt? Pelikan-Transporte sammelt. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, sind die Packs vielleicht vorgeskriptet oder ist es Zufall? Ich habe keine Ahnung. Wieder so eine andere Karte. Silber. Vielleicht ist das Rare oder sowas? Oder Uncommon oder so? Gewährt ausgewählten Verbündeten Panzerbonus. Okay. Oh, eine epische. Man hat es schon an dem Lila gesehen. Reflexion. Reaktive Marines. Okay, oha. Diesmal fünf verschiedene. Manche zum Angriff. Oh, klingt gar nicht mal so schlecht. So. Pack Nummer 3. Ja, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal öfters. Stufe 3. Man sieht das immer an dem Schimmern, was es für eine Seltenheit hat. Wieder Grizzly, hatten wir auch schon ein paar Mal öfters. Das ist eine grüne, das ist, glaube ich, also ist es wie bei ja, WoW halt, also weiß, grün, blau, lila und gelb. Ja, achso, grün. Wirf mehrere Bomben auf das Schlachtfeld, okay. Das war Nummer 3, war bisher, glaube ich, das Schlechteste. Das Beste war bisher das Erste. Kommen wir zu Pack Nummer 4. Grizzly, ja. Schon öfters gesehen. Level up. Oh, eine grüne. Hier haben wir wieder eine etwas seltenere. Ja, die hatten wir eben gerade schon. Oh, eine epische. Reflexion, Stufe 2. Und wieder eine epische. Ja, die hatten wir auch schon. Level up. Ich weiß zwar noch nicht, was das heißt, aber wir werden es herausfinden. Zurück. Sieht gar nicht so schlecht aus. Zwei epische. Wenn ich das mit Hearthstone vergleichen müsste, ist das gut. Zack. Der fünfte von dem DLC.
für 4. Okay, hatten wir alle schon. Oh, legendär. Legendär, legendär. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber. Schauen wir mal. Oh, Level 2. Sammeln Schild. Schaden, PS. Was ist das? Schaden, PS? Keine Ahnung. TP heißt ja eigentlich Trefferpunkte, glaube ich, ne? PZ? Keine Ahnung. Falls ihr es besser wisst, wie gesagt, schreibt jetzt auf Twitch oder in die Comments auf YouTube. Ja. Zweimal die gleiche legendäre Karte. So, das war jetzt auch schon vom DLC, die Kartenpacks. Jetzt kommen die Missionskartenpacks. Ein neuer Feind. Oh, fangen wir mal an, ne? Die sind farblich anders. Das heißt, es sind wahrscheinlich verschiedene Kartentypen. Höllenbringer, okay. Das sind wahrscheinlich so Einheitenkarten. Liga. Grüne. Heilen Sie für kurze Zeit ausgewählte Verbündete. Ja. Nicht spektakulär, aber. So, Level Up für Höllenbringer. Level Up für Grunts. Marines. Das täglich Brot. Elite Ranger. Und eine grüne. Besser als nichts. Ja, Level 2. Hatten wir eben gerade auch schon. Und zurück. Nummer 3 für Missionspakete. The Hornet. Meine Lieblingseinheit bisher. Cyclops. Auch nicht schlecht. The Shopper. Breath. Eine epische. Eichenschutz. Bringen Sie Wächter dazu, bis zu 12 ausgewählte Feinde anzugreifen. Hm. Okay. Wie gesagt, wir werden noch herausfinden, wofür die gut sind. Level 2. Shopper Level 2. Marines Level 2. Ich glaube, war nicht schlecht eigentlich, oder? Elite Ranger Level 2. Und Teleport. Wählen Sie eine Einheitengruppe aus und besetzen Sie Zielgebiet. Okay. Nichts Episches, nichts Legendäres, ist aber auch egal. Wir nehmen alles mit, da wir erstmal nichts haben, ne? Marines. Grunts. Episch! Oh! Wilder Jackrabbit. Explosion. Und. Oh, noch eine epische. Zack, Marauder-Häuptling sammeln. Okay. Mit einem Ausrufezeichen. Was heißt das hier? Wie gesagt, schreibt's in die Comments. Bis zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich es noch nicht. Wir kommen zum letzten Missionspaket. Vielleicht ist ja noch was Legendäres drin. Höllenbringer. Gut. Marines. Scorpion. Hornet. Level 2. Und was Grünes war das, glaube ich. Go. Ach, neue Karte heißt Ausrufezeichen. Okay. Blutrünstige Grunts. Abzapfen. Okay. Das waren die Missionspakete. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu. Ich weiß nicht, zumindest optisch sieht das so aus, zu den besseren Paketen. Blitzpakete. Unser erstes Blitzpaket. Banshee. Haben wir auch noch nicht. Banshee Nummer 2. Eine grüne. Pelikan-Transporter, die hatten wir schon. Oh, eine epische. Atriox Bollwerk. Machen Sie ausgewählte Verbündete unverwundbar und heilen Sie sie. Okay. Und eine legendäre. Unsere dritte, ne? Vielleicht ist es ja eine andere. Douglas 042. Schutz und Schild. Was heißt das? Ist das vielleicht Professor Anders? Okay. Oh, eine legendäre. Cool. Warum denn nicht? Nehmen wir gerne mit, ne?
So, Nummer 2. Ne, episch, die direkt zu Anfang. Mensch, wenn das mal kein Zeichen ist. Terror Shopper. Schock. Decimus. Decimus. Ist das noch eine epische gewesen? Tatsache. Zwei epische. Kann eigentlich nur schlechter werden, oder? Noch eine epische. Alter, dreimal ist Bremer Recht. Gepanzerte Marines. Schutz. Noch eine epische. Vier epische. Also bei Hearthstone wäre das, glaube ich, das Pack überhaupt gewesen. Spirit-Angriff. Rufen Sie einen bewaffneten Spirit herbei, der Truppen der Be Verbannten absetzt. Okay. Schiffsmeister. Und eine legendäre. Also, wenn das mal kein Pack ist, also. Wahnsinn. Ehrengardist. Schild und Tarnung für Schiffsmeister. Ziemlich geiles Pack. Ich hoffe, dass es nicht vorgeskriptet, sonst würde ich mich hier total zum Affen machen. Aber ich glaube, das ist ein mega gutes Pack gewesen. Vier epische und eine legendäre Karte in unserem zweiten Pack. Missionspaket Nummer. Nee, Blitzpaket Nummer 3. Jo, warum nicht? Banshee. Oh, eine epische schon wieder. Tarnkodiak. Hatten wir die schon? Nee, ne? Für Captain Cutter. Na dann. Noch eine epische. Wrackbergung. Markieren Sie Ihre mechanischen Einheiten nach der Zerstörung in der Basis erneut loszuschicken. Okay. Sergeant Forge. Und noch eine epische. Für Decimus. Öffnen Sie einen Riss, der Gegner kurzzeitig hineinzieht. Ja, ich denke mal, dass es verschiedene sowas wie Klassen gibt, halt nur Charaktere und dafür gibt es dann halt diese Klassenkarten wahrscheinlich. Kommen wir zum letzten. Blitzpaket. Scharfschütze, haben wir noch nicht. Neue Karte. Reaver. Eine grüne. Wächterprotektor. Okay. Noch eine grüne. Explosion. Und eine epische zum Abschluss. Reaktiver Cyclops. So. Ja, das waren auch schon 15 Pakete. Ich glaube, das war ziemlich gut. Besonders das eine Kartenpaket war ziemlich nice mit vier epischen und einem legendären. Man kann jetzt noch theoretisch weitere hinzukaufen, aber das sind schon echt hier für 20 € 23 Karten. Sergeant Forge haben wir bekommen, das ist wahrscheinlich eine Klasse, die man durch den DLC bekommt. Haben wir schon durch dieses ultimative Dingsbums da. Ja, das war's jetzt auch schon. Wir werden uns gleich mal in der Kartenbibliothek die Karten genauer anschauen und vielleicht auch mal Blitz versuchen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lässt, da lässt, liked und vielleicht auch auf Follow klickt. Wäre sehr, sehr nett. Und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.